Sölwin Eishockey-Freund, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Playoff-Halbfinale zwischen dem ERC Waldkraiburg die Löwen und dem ECDC Memmingen. 2:1 nach Verlängerung für unsere Löwen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sölwin. Ich begrüße natürlich ganz herzlich die beiden Trainer, Waldemar Dietrich aus Memmingen, herzlich willkommen. Und natürlich auch den siegreichen Trainer Rainer Zernis. Servus. Aber die ersten Worte gehören natürlich unseren Gästen aus Memmingen. Wir haben Sie das Spiel heute gesehen? Guten Abend zusammen. Wir haben gut angefangen, das ganze Spiel war okay. Wir haben zweite, dritte, meine Meinung, hätten wir satt zumachen müssen, haben wir nicht gemacht. Wir haben hundertprozentige Chancen gehabt. Weil Karlsruhe war das gefährlich auf Konter, letzte Runde ausgeglichen auf beide Seiten und dann Verlängerung. Ja, wir haben gute Chancen gegen so fast weltes Tor, aber so ist im ICG, kann man sehr schwer mit einem Tor gewinnen. Rainer wollte unbedingt Dienstag nach Birmingham kommen, wir sind so nett, haben wir ihn ermöglicht. Aber dann am Dienstag soll es auch gut sein. Fast bei der Sache, wir haben ein drittes Spiel. Wir wollten heute unbedingt gewinnen, ist uns nicht gelungen, ist auch kein Beinbruch. Es war ausgeglichen, wie gesagt, wir hätten vielleicht zweite Drittel, die Torschancen besser verwenden. Torwart war sehr stark auf der Kreiburger Seite. Und gut, wir sehen uns am Dienstag und dann gibt es ein Entscheidungsspiel. Danke. Dankeschön, Herr Dietrich. Ich kann Ihnen auch eins versprechen, der Rainer kommt ein letztes Mal am Dienstag nach Memmingen, weil dann wieder nach Lindau. Rainer Zernis, deine Stellungnahme zu diesem Playoff-Spiel hier heute gegen Memmingen. Ja, erstmal schönen guten Abend. Erstmal bin ich erleichtert, dass wir das Spiel gewonnen haben natürlich. Das war eigentlich das Spielbild zu Freitag. Da waren wir fast die bessere Mannschaft, haben wir verloren und heute habe ich eigentlich Memmingen stärker gesehen wie uns. Wir haben wirklich, wir dürfen uns heute beim Kombiner sehr zu bedanken, dass er uns wirklich das ganze Spiel im Spiel gehalten hat, weil es war am Freitag in Memmingen auch so, da war der Joey Vollmer war halt wirklich sehr, sehr stark und zum Schluss hätten wir nach dem Ausgleich haben wir wirklich auch noch genug Chancen gehabt, dass wir das Spiel gewinnen. Hat nicht sollen sein. Heute haben wir ein bisschen glücklich geworden, muss man sagen, aber das zählt jetzt nicht. Wichtig ist jetzt, dass wir nach Memmingen fahren. Ich habe es auch schon gesagt zum Sven vom Spiel, wie viele Karten er schon verkauft hat. Das ist der Manager von Memmingen. Da hat er gesagt, keine, weil er braucht keine, aber ich brauche doch noch eine am Freitag. Am Ding brauche ich noch eine. Auf eine Karte brauche ich noch. Am Donnerstag, am Dienstag. Und das ist, ich glaube, ja, für das, dass der Modus ist halt auch nicht so optimal, sagen wir so, für solche Spiele. Und gut, wichtig ist einfach, wir haben ein drittes Spiel jetzt und wir freuen uns aufs dritte Spiel. Das entscheidende Playoff-Spiel ist immer eine schöne Sache, auch wenn es Dienstagabend in Memmingen ist, aber gut. Da müssen wir durch jetzt und ja, schauen wir mal, wie es da läuft. Jetzt hoffe ich, dass vielleicht der ein oder andere noch zurückkommt am Dienstag, weil Nico Vogel hat schon signalisiert, dass er eventuell kommt. Rosenkranz kommt eventuell auch wieder zurück und dann haben wir zumindest wieder ein, zwei Spieler mehr und das ist sicherlich auch nicht so schlecht. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Aber ich freue mich auf alle Fälle auf Memmingen am Dienstag. Danke. Wunderbar, danke schön. Servus. Jetzt haben wir, ich glaube, gut aufgeheizt für Dienstag. Es wird ein spannendes Spiel werden. Es wird die Entscheidung fallen. Liebe Löwenfans, schaut, dass ihr irgendwie nach Memmingen kommt, dass ihr irgendwie freigrillt. Übrigens, Herr Hausner, Radio LSW. Ich bin Dienstag nicht da beim Sendung machen. Ich muss aus Memmingen übertragen. Schauen wir nochmal, alle nach Memmingen kommen zum Entscheidungsspiel. Ich freue mich drauf und ich hoffe auch. Ich bedanke mich bei beiden Trainern. Und auf Dienstag. Auf Dienstag, Rainer. Und die nächste Pressekonferenz gibt es am kommenden Sonntag hier, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, Servus, Götter.